Ja, hallo, liebe Vollraute-Hörer. Ich bin jetzt hier mit der Mara Braun verbunden, über die wir ein bisschen den Ausblick des Mainz-Spiels ein bisschen diskutieren wollen. Mara ist sehr umtriebig, was das Beobachten des FSV Mainz angeht und das Schreiben über diesen Verein. Also Mara ist Teil des Tortur-Fanzines, die regelmäßig über Mainz ja im Print schreiben. Unterbrich mich, wenn irgendwas falsch ist. Also du schreibst auch für Nee, das bisher stimmt alles. du schreibst für das Kulturmag auch eine Kolumne eher so über die Bundesliga, über den Spieltag, den jeweils aktuellen. Hast Genau. deinen eigenen Blog, Wortpiratin. Und worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, du bist auch Autorin zusammen mit Christian Kahn, 111 Gründe, Mainz 05 zu lieben. Hallo Mara. Hallo Manuel. War das alles so richtig? Das war alles soweit korrekt, ja. Also für die Kulturmerk-Kolumne ist vielleicht noch ganz interessant zu sagen, dass der Gag halt so ein bisschen ist, dass die vor dem Spieltag geschrieben wird, aber in der nicht so als richtige Tipp-Kolumne, sondern in der Behauptung, man habe die Ergebnisse quasi alle schon vorab geliefert bekommen. Also da werden die Ergebnisse schon torgenau genannt, bevor die Spiele überhaupt stattgefunden haben. Allerdings liege ich relativ häufig daneben, muss man zugeben. Ja, ich habe geguckt, du hattest Gladbach gegen Schalke, was gerade vorbei ist, das Spiel, hattest du 3:1 getippt. Ist ja nicht so schlecht. Ja, das war auch mein Tipp. Also da liegen wir Ja. auf der gleichen Ja, kannst du einfach mal den Hörern erzählen, wie du so Mainz beobachtest? Bist du Heimspielgängerin regelmäßig? Hast du eine Dauerkarte? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, ja, dem SSV die Treue zu halten, so durchgängig? Ja, ich bin vor 15 Jahren nach Mainz gekommen und habe irgendwann hatte ich einfach mal einen Kommilitone mitgenommen ins Stadion. Ich hatte vorher ehrlich gesagt mit Vereinsfußball gar nichts am Hut. Aus meiner heutigen Sicht muss man sagen, glücklicherweise, weil ich bin gebürtige Hessin. Also weder die Eintracht noch sonstige Schreckgespenster meiner Heimatregion haben mich irgendwie einfangen können, sondern wie das ja immer so klassisch heißt, ne, man sucht sich ja seinen Verein nicht aus, der Verein sucht einen aus und so bin ich dann eben in Mainz gelandet. Und bin nach diesem ersten Spiel, was ich live gesehen habe, eigentlich unmittelbar hängen geblieben. Habe dann sehr bald eine Dauerkarte auch tatsächlich mir direkt geholt. Habe im alten Stadion am Bruchweg immer im Q-Block gestanden. Jetzt in der neuen Arena mittlerweile stehe ich im S-Block. Aber ich stehe immer noch. Und ja, das war eigentlich keine Frage. Also ich kann immer nur sagen, es hat damit angefangen, dass ich einmal hingegangen bin und damit hatte es sich dann auch, dann war es irgendwie klar. Ich bin nicht so ein sehr regelmäßiger Auswärtsfahrer, versuche aber schon das ein oder andere Auswärtsspiel, zumindest so in der Region oder was man dann irgendwie so verbindet mit, weiß ich nicht, einer Stadt, die man vielleicht auch gerne ab und zu mal besucht, Hamburg oder so zu schauen. Aber es sind also, ja, ich würde mal sagen, nie mehr als 5 Auswärtsspiele in der Saison, die ich sehe. Aber Heimspiele dann eben entsprechend immer. Und ich habe tatsächlich auch das Glück, dass der Verein netterweise das neue Stadion mehr oder weniger in meinen Vorgarten gebaut hat. Also ich bin da in 10 Minuten hingelaufen und komfortabler wird es natürlich nicht. Ja. Ja. Ja, also hast du quasi auch den Werdegang, sag ich jetzt mal, aus so, ja, nicht Bieder möchte ich nicht sagen, aber doch zu Anfang recht durchwachsenen Zweitliga-Jahren, das war ja doch noch mit Wolfgang Frank, richtig, wenn ich das richtig sehe. Und dann immer mit diesem, ja, sag ich jetzt mal, Angriff auf den Aufstieg, ja, der ja ein paar Mal gescheitert ist. Das war dann so quasi die ersten Jahre, ja, ist das so. Genau, wobei ich tatsächlich, als Wolfgang Frank noch Trainer war, nicht selbst noch im Stadion war. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, nee, sondern das war dann tatsächlich schon direkt die Klopp-Zeit. Aber eben genau diese Phase mit den verpassten Aufstiegen und dann mit endlich dem Aufstieg den ersten 3 Jahren in der ersten Liga. Dann sind wir ja damals gemeinsam mit Gladbach abgestiegen in der Saison. Nur, dass ihr direkt nach einer Saison wieder hochgekommen seid und wir haben 2 Anläufe gebraucht. Also die Jahre schon noch alle so genau mitbekommen, ja. Ja. Im Prinzip so das Wachsen und Gedeihen des Vereins. Das, wo man ja heute auch immer so ein bisschen das Gefühl hat, ja, dass es Leute gibt, die eine Erwartung haben, die diese Geschichte nicht mehr so richtig mit einbezieht, ne? Also die
Sehen jetzt halt, man ist seit 5 Jahren in der ersten Liga und wenn man da erst, also zum zweiten Mal in der ersten Liga und ich glaube viele, die in dieser Phase erst dazugekommen sind, was ja gut und wichtig ist, ja, dass also auch die Fanszene sich immer breiter aufstellt. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es irgendwie, ja, also dass man da quasi unter sich bleiben soll oder dass es irgendwie nur die Alten oder die Hardcore, wie man das auch immer nennen möchte, sein sollen, sondern es ist ja tatsächlich gut und wichtig, dass das eben wächst und sich entwickelt. Aber natürlich ist, glaube ich, sowohl die Beziehung, die man zum Verein hat, sehr stark geprägt, einfach von der Zeit, die man schon miteinander quasi verbracht hat, als auch die Erwartungshaltung, die man an so einen Verein hat. Also die ist, glaube ich, je länger die Leute dabei sind, doch schon noch eine sehr andere. Wir haben das letztens festgestellt, da hatten wir mit dem Buch eine Vorstellung, haben wir draus gelesen und da war unter anderem der Peter Ahrens, der Vizepräsident von Mainz 05, da und haben wir mit dem dann auch so ein bisschen gesprochen zwischen den vorgelesenen Texten und ihn dann auch gefragt, was sein Wunsch ist für Mainz 05 für die nächsten 10 Jahre und der hat dann wirklich mit so einer Leidenschaft und Inbrunst halt gesagt, sein Wunsch wird auf ewig bleiben, dass dieser Verein es einfach schafft, in der ersten Liga zu bleiben, weil das so ein Riesenerfolg ist und sowas Tolles, was da eben entstanden ist in den letzten 10 Jahren und dass man das bitte, bitte, bitte immer so im Herzen und im Hinterkopf behalten soll. Ja, und das fand ich eigentlich sehr schön und auch sehr treffend. Ja, das würde ich, also als Außenstehender würde ich das auch ähnlich sehen. Ich weiß nicht, du hast es jetzt ein bisschen vorweggenommen, aber ich nehme an, du siehst dann diese Entwicklung seit dem Wiederaufstieg auch wahrscheinlich sehr positiv, dass versucht wird, das zu machen, wofür der Verein steht und was auch im Rahmen des realistisch Möglichen ist. Ja, also dass du dich in der Liga stabilisierst. Wir alle haben zum Leidwesen, also das war unser Glück vor 2 Jahren, aber die Frankfurter, die auf dem besten Weg waren, dieses Jahr, wir haben uns gut wieder in der Liga etabliert und sind jetzt ein Angriff auf die Europa League und sind dann in dieser Rückrunde vor 2 oder 2,5 Jahren völlig abgeschmiert. Und dann bricht das alles wieder zusammen und du befindest dich in der zweiten Liga wieder. Ich denke, für viele Clubs im Mittelfeld kann es schnell passieren, wenn man dann auch irgendwie Aderlass hat, wenn einem talentierte Spieler weggekauft werden, was natürlich bei Mainz auch ja Teil der jüngeren Zukunft, der jüngeren Vergangenheit einfach ist, ja. Ja, und klar kann man, also wenn ich gerade denke, die Saison, nachdem wir Fünfter geworden waren mit Thomas Tuchel, als man dann eben tatsächlich da in den europäischen Wettbewerb hätte, ich sag mal, einziehen können. Also natürlich hatte man sich qualifiziert, aber wir sind ja dann nicht wirklich eingezogen. Natürlich gab es dann irgendwie viel Häme, gibt's sowieso immer, ja. Also dafür hat man ja dann auch so, ich sag mal, die nachbarschaftlichen Derby-Rivalen und viele, die dann gesagt haben, ja, guck, jetzt passiert in Mainz dann das, was halt eben vielen anderen Clubs in der Vergangenheit auch passiert ist. Aber man muss, finde ich, halt schon sehen, dass wir von der Tabellensituation her, also natürlich war das ärgerlich, dass man da so früh rausgeflogen ist, ja, und natürlich hatte man sich das anders vorgestellt und im DFB-Pokal sind wir in der Saison auch also direkt rausgeflatscht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und dann ist man so in die Saison gestartet und dachte sich so ein bisschen, ja, na toll, aber uns ist dann halt in der Tabelle trotz allem nichts passiert, ja, also wir sind eigentlich in den letzten Jahren immer so früh für das, wo wir herkommen und was wir für Möglichkeiten haben, auch finanziell und so weiter, sicher gewesen für die erste Liga. Und das ist also auch nicht nur für einen als Fan was Tolles, sondern es gibt natürlich dem Verein auch immer eine gewisse Planungssicherheit, ne? Wenn die nicht erst am 34. Spieltag in der 93. Minute wissen, wie können wir jetzt weitermachen mit Spielerverträgen und so weiter. Und ich denke mal, gerade in Bezug auf die Spieler, die sehen das einfach auch, was sich hier in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist eigentlich das beste Zeugnis überhaupt, was den Mainzern ausgestellt wird, was für Spieler wir immer wieder bekommen, weil die halt genau wissen, sie haben hier ein super Umfeld, ein sehr ruhiges Umfeld, ja, wo nicht immer gleich Nervosität ausbricht. Sie haben einen Trainer, der einfach wahnsinnig gut mit ihnen arbeitet, wo sie die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden. Und sie haben aber gleichzeitig halt auch ein Vereinsumfeld, was ihnen, wenn sie dann tatsächlich nach 2-3 Jahren sagen, okay, gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Sprung in einen Verein zu machen, der halt weiter oben mitspielt, keine Steine in den Weg legt, sondern sagt, ja klar, nehmt das jetzt mit, ja, was ihr hier gelernt habt. Die Heidel und Co. machen gute Verträge. Natürlich sind die nicht doof und schenken die Spieler dann irgendwie weg, aber man lässt die dann halt eben auch ziehen. Also da gibt's keinen Gezacker und da wird dann keinem Stein in den Weg gelegt. Und das ist, denke ich, was die Spieler hierher bringt und was man in den letzten Jahren ja auch gesehen hat, was da für Leute immer wieder
aufgeblüht sind. Ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand wie der Yoho Park oder auch der Okazaki oder so, um jetzt mal irgendwie zwei Namen aus der aktuellen Saison zu nehmen, sagen, ja, okay, wir gehen jetzt gerade zu Mainz 05, also. Ja. Ja, es ist schon bemerkenswert. Ich meine, ihr habt ja auch einige Jahre mit dieser, ja, diese etwas überstrapazierte Boyband-Geschichte da damals, Ja. aber diese Spieler, die dann den Verein verlassen, wie ja, Leute wie Schürrle oder Holtby, da denkt man immer, ja, wenn es dann nicht gut gemanagt ist im Verein oder wenn der Blick aufs Wesentliche ein bisschen versperrt ist, dann sind solche Aderlässe wirklich, können die auch wirklich tödlich sein. Aber im Grunde seid ihr jetzt 2 Jahre, 3 Jahre später, spricht da kein Mensch mehr von. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Und das ist, denke ich, eine Stärke von einem Verein, wenn du dich eher über ein, ja, ein gutes Trainerkonzept und ruhiges Umfeld definierst und nicht an ein oder zwei Spielern ausmachst, die vielleicht ja, dann zu groß für den Verein werden, aufgrund ihrer Leistung, oder denken, sie sind größer als der Verein. Ja, finde ich, da denke ich, sollte Mainz vielen Vereinen doch recht als Vorbild dienen. Wie siehst du aktuell Leute, die so deine, wer sind bis aktuell deine so Gewinner der Hinrunde? Ich meine, Nikolai Müller ist sicherlich der ein offensichtliche Nennung. Hast du andere Leute, die dich, zum Beispiel an Shinji Okazaki, der ja vielleicht ein bisschen skeptisch gesehen wurde vor der Saison, warum er da jetzt, sag ich jetzt mal, als Mainzer Sturmspitze verpflichtet wurde, der sich aber sehr, sehr gut macht. Sind das so Kandidaten oder hast du noch jemand anders? Also ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, es gibt tatsächlich sogar ziemlich viele Gewinner. Nikolai Müller, klar, von den Torabschlüssen her alleine, also führt da ja keinen Weg dran vorbei festzustellen, dass das einfach super gelaufen ist für ihn bisher. Wobei für ihn ja ich sag mal, die erste Hälfte der ersten Saisonhälfte noch besser lief als jetzt die zweite. Wen ich wahnsinnig stark finde und mit großem Interesse beobachte, ist der Geist, der sich hier wirklich, also der ist noch so jung einfach und was der auf den Platz bringt, einfach so meines Erachtens auch so an Spielverständnis und ja, also das finde ich super. Bei Okazaki hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass er braucht, habe ich aber auch, also ja, keine Sorge oder so in dem Sinn gehabt, dass das nicht funktionieren würde. Es war ja am Anfang die große Diskussion, nachdem Salai weg war, kann man das irgendwie im Angriff kompensieren? Und dann ist halt die Frage, habe ich einen neuen vorne drin, der genauso viele Tore schießt, oder habe ich am Ende halt vielleicht in der Summe genauso viele Tore und verteile sie halt auf mehr Spieler? Insofern Okazaki finde ich auch sehr stark und für wen es mich auch wahnsinnig freut, dass die Saison weiter so gut läuft, wo ich auch sehr die Daumen halte, dass die Verantwortlichen da im Winter hoffentlich irgendwie eine Vertragsverlängerung hinbekommen, ist Choupo-Moting. Also der hat zwar die Saison hauptsächlich als Einwechselspieler bisher geglänzt, aber dann halt eben tatsächlich auch geglänzt. Also immer wenn der ins Spiel gekommen ist, hat das einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Ja, und für wen es mich jetzt auch aktuell freut, ist tatsächlich Karius, also unser momentaner neuer Einser-Torwart. Ich bin ein großer Anhänger von Christian Wettkle und mir hat das wahnsinnig leid getan mit der roten Karte und der Sperre. Ich fand es jetzt aber trotzdem konsequent, nachdem der Karius ihn und auch den Müller eben 3 Spiele lang so wahnsinnig stark vertreten hat, dass man gesagt hat, man gibt ihm jetzt bis zur Winterpause das Vertrauen. Also da gibt es schon einige, finde ich, im Kader diesmal, wo man sagen muss, ach, und direkt fällt mir noch einer hinten her ein. Der Park ist auch sehr, sehr stark, finde ich, ist absolut eine Verstärkung fürs Team. Ja, das sind schon einige Kandidaten. Also daraus kann man lesen, dass es doch eigentlich ganz gut läuft momentan. Wie ist denn, da wir ein Gladbach-Podcast sind, Ja. wie ist denn so, da wir ja jetzt in einer Woche gegeneinander spielen, wie ist denn deine Einschätzung zu Borussia, oder was hast du bislang mitbekommen und wie siehst du so die Saison bislang für den Gegner oder für die Gladbacher? Also erstmal ganz grundsätzlich, wenn man gar nicht auf Ergebnisse oder auf sonst was guckt, ist Borussia Mönchengladbach ein Verein, den ich immer sehr positiv wahrgenommen habe. Natürlich war das Mai 2007 war das dann, ne, als wir gemeinsam abgestiegen sind. Da war ja auch noch das letzte Saisonspiel gegeneinander.
Und da hatte ich witzigerweise ein paar Tage drauf ein Interview mit Urban Priol, der ja bekennender, also der Kabarettist, der ist ja bekennender Gladbach-Fan, Ja. dann erstmal irgendwie ewig über Fußball geschwätzt, bevor wir irgendwie über sein Bühnenprogramm gesprochen haben. Die Pressefrau wurde schon so ein bisschen nervös nebendran. ja, also insofern, das habe ich eigentlich, da gibt es irgendwie so eine gefühlte Nähe. Es gab ja auch mal, oder gibt die wahrscheinlich immer noch, ist aber nicht mehr besonders aktiv, eine Fanfreundschaft zwischen den beiden Vereinen. Ja, da gab es damals ein irres Pokalspiel, ne? Das war Genau, ja. 6-4 oder sowas, ja. Ja, genau. Ja, und wen ich vor allen Dingen einfach toll finde, ist Lucien Favre. Der gefällt mir als Trainertyp wahnsinnig gut. Und ja, also speziell auch seit der jetzt in Gladbach ist, beobachte ich die eigentlich auch mit großem Interesse. Was mir natürlich nicht so gefällt, ist, dass wir die letzten 4 Partien in der Liga gegen Gladbach verloren haben. Und auch teilweise, also für Mainzer Verhältnisse, wir verlieren ja selten hoch, aber da war dann schon auch mal sowas wie ein 0-3 oder ein 2-4 oder sowas drunter. Wir haben dann auch meistens zu Hause noch höher verloren als in Gladbach. Insofern ist das jetzt kein Spiel, wo ich ins Stadion gehe und fest damit rechne, dass es am Ende 3 Punkte gibt. Schön wäre es aber natürlich schon, und nach dem Gesetz der Serie wären wir ja quasi auch mal wieder dran. Wenn Gladbach aber nicht gerade gegen Mainz spielt, ist es tatsächlich ein Verein, also dem ich persönlich jetzt auch so gerne alles Gute wünsche. Also ich würde mich freuen, wenn die sich wieder für die Champions League qualifizieren würden. Das ist eine Mannschaft, wenn die international spielt, wo ich auch nicht so denke, ja gut, da muss man jetzt ja so quasi dafür sein, weil das ist ja gut so für die ganzen Startplätze der Bundesliga im europäischen Wettbewerb und so, sondern da freut es mich dann tatsächlich auch, also ehrlich, wenn die ein Spiel gewinnen. Insofern, Ja, ja, wie gesagt, wenn es nicht gerade gegen Mainz geht, alles Gute. das hört man gerne. Wollen wir hoffen, dass es auch so kommt dann. Ja, wie gesagt, also am Samstag bitte nicht, aber danach dann könnt ihr euch gerne auch von mir aus den 3. Platz holen. Wobei, das wird wahrscheinlich schwer diese Saison, aber 4. Platz Gladbach würde ich sofort unterschreiben. Ja, und da sieht es ja nach heute Abend gut aus, da wir 7 Punkte Vorsprung haben auf die Ja. Schalke, da sind noch ein paar Spiele morgen, aber ja, sieht alles ganz gut aus. Denke ich, ein schöner Rahmen für das Spiel am Wochenende dann. Das wird auf jeden Fall spannend, denke ich mal. Und es wird auf jeden Fall kalt. Das mit Sicherheit. So, ich hatte es am Anfang kurz, als ich dich vorgestellt hatte, erwähnt, du bist Autorin der Mainzer Version dieser Buchreihe über 111 Gründe, seinen Club, also in diesem Fall Mainz 05, zu lieben. Genau. Und im Vorgespräch hattest du mir kurz gesagt, dass du da eine Geschichte hättest, die sehr gut auf Gladbach passen würde oder quasi in diesem Podcast passen würde. Ja, würdest du da vielleicht uns etwas daraus vortragen? Wäre das möglich? Ja, klar, sehr gerne. Also vielleicht noch 2 Sätze zu dem Buch kurz. Ich habe das, wie gesagt, zusammen mit dem Christian Kahn geschrieben. Der ist hier in Mainz Sportjournalist. Wir kennen uns über das Fanzine, die Tortur, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Und so kam das auch ein bisschen zustande, dass wir dann tatsächlich die Autoren dieses Buches wurden. Ja, die Geschichte, die ich jetzt kurz vorlese, das ist der Grund 100. Ist aus dem Kapitel Halleluja im Schatten des Doms und heißt, weil Kloppo auf der Gladbacher Bande surft. Das war der 29. Spieltag der Saison 2004-2005 in Gladbach. Am 29. Spieltag der ersten Bundesliga-Saison erleben die Mainzer ein Auswärtsspiel, das niemand, der dabei gewesen ist, je wieder vergessen wird. Und das, obwohl die Dramatik im Vorfeld eigentlich überschaubar war. Abstiegskampf, ja schon, aber das ist ja nun wirklich keine große Überraschung. Und okay, an den letzten beiden Spieltagen hat die Mannschaft einige Punkte liegen gelassen und dabei ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze relativ ohne Not von 8 auf 4 Punkte geschrumpft. Trotzdem, das Spiel gegen die Borussia ist keines, von dem man sich besondere Emotionen erwartet. Auch Gladbach ist in dieser Saison abstiegsgefährdet. Es ist zu diesem Zeitpunkt der Serie also eines der berüchtigten 6-Punkte-Spiele, in dem das bessere Team irgendwann mit 0-1 hinten liegt. Leider ist das Mainz 05 nach einem Freistoß von Oliver Neuville. Aber die Mannschaft von Jürgen Klopp gibt sich nicht auf. Die Spieler ackern, laufen und kämpfen. Auf den Rängen macht sich eine enorme Unruhe breit und zwischen den Fanlagern der aneinander grenzenden Blöcke wird alles Mögliche ausgetauscht, nur keine Nettigkeiten. Irgendwann ist Gladbach erkennbar siegessicher. Die Fans sind es erst recht. Sie hängen am Zaun und verspotten uns.
Aber so wie die Oper nicht vorbei ist, solange die dicke Dame noch singt, ist das Spiel eben auch nicht unbedingt nach 90 Minuten zu Ende, sondern erst, wenn der Schiri abpfeift. Und in 74 Sekunden Nachspielzeit kann eine Menge passieren. Mainzer Einwurf, Ecke, Gladbachs Torwartabwehr, Kloppo, der schreit, hüpft und gestikuliert, dass einem um seine Gesundheit Angst und Bange werden kann. Ein blockender Jürgen Kramny, ein Kullerball von Thomas Broich, der Ball wandert von Station zu Station zwischen den Teams hin und her, landet irgendwie bei Manuel Friedrich, der hat Übersicht, bedient Michael Turk, klack, Ausgleich. Der Mainzer Fanblock flippt vollkommen aus. Die Borussen fallen reihenweise mit vor Erstaunen offenen Mündern vom Zaun, während Kloppo, und nein, wir wissen auch nicht, wie er das gemacht hat, zugleich in Zeitlupe und in irrem Roadrunner-Tempo zum Torschützen flitzt, unaufhaltsam, eine Bande hoch und wieder runterrutscht, fällt, sich aufrappelt, ganz eventuell zwischendurch ein paar Meter fliegt, bis er dann endlich beim Killermüffel ankommt. Tränen, Geigen, Musik, Abgang. Ein Ausgleich für die Ewigkeit. Und der Legende nach hängt der eine oder andere Fan der Borussia bis heute versteinert am Zaun. Das war's. Ja, klasse. Ja, eine schöne Geschichte. Natürlich aus unserer Sicht einer mit einer Träne im Kopf versehen. War ein Spitzenspiel. Ja, ich erinnere mich auch noch, aber ja, sehr schön geschrieben. Tolle Erinnerung. Also das ist der Grund Nummer 100 aus Buch Mainz 05 zu ihm. Sehr schön. Ja. Dann wollen wir damit unsere kleine Unterhaltung beschließen. Wo kann man dich, weil wir natürlich immer gerne auf sämtliche Kanäle, auf denen du unterwegs bist oder unsere Gäste unterwegs sind, da gerne verweisen. Wo können dich Leute auf Twitter finden und deine Kolumnen? Man kann mich zum einen finden tatsächlich auf der Homepage, also www.wortpiratin.de, und wird dann automatisch in den Blog weitergeleitet, wo ich eben auch über Fußball das ein oder andere schreibe. Dann gibt's die schöne Seite www.kulturmag.de, also C-U-L-T-U-R-M-A-G, Kulturmag. Da erscheint samstags meine Kolumne hinter der Linie vor dem Spieltag. Und auf www.twitter.com/Wortpiratin bin ich auch zu finden. Und natürlich bei Facebook. Also eigentlich überall. Ja, wunderbar. Prima. Ja, dann hoffe ich, dass viele Leute dem Aufruf nachkommen werden und sich da mal reinlesen. Ich habe es schon gemacht und es ist alles sehr unterhaltsam geschrieben und auch informativ. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Sehr gerne. Und bis auf bald. Dank dir. Alles klar, bis dann, ciao.